Auf jeden Fall, jetzt geht's los. Zweite Map. Plan B gegen SFD. Ein SFD mit, ja, dem 16:11 auf Inferno. Jetzt in the lead. In der zweiten. So. Plan B holt sich die Knife Round. Und heute haben wir auf jeden Fall noch einen längeren Abend vor uns. Es geht ja nach diesem Match weiter mit NLG gegen Recast. Recast auch wie SFD Gaming ein Aufsteiger in die Division 2. Somit jetzt erste Runde der zweiten Map. Eine Smoke bei Raptus und zwei bei Sahas und IQ. Double Flash, es geht auf jeden Fall schon mal in Richtung B. Danny ist mit seinen Mates unterwegs, Super sein zu nehmen, aber jetzt ist es für SFD schon so, dass die nämlich schon Monster draußen sind. Azuri da mit dem Double Entry. Sahas holt sofort da den zweiten Folgefrag. Somit haben wir jetzt eine 3 gegen 3 Situation. Tweezy hinter bei der Bridge, wird von Timbo gespottet und die Bombe geht down. Da kommt Danny über kurz und wir haben hinter dem Monster noch IQ. Danny erwartet ihn aber, ist aware. Erste Runde für Plan B. Somit starten wir jetzt in die zweite mit 3 SMGs bei Plan B, eine Scout und eine M4 auf Raptus. Bei Plan B geht man mit 3 Spielern in Richtung B, aber bei SFD mit 4 über den Connector. Timbo ist der Erste, der da rauszieht. Raptus spottet ein paar, zieht jetzt zurück, bekommt da sofort ein P250-Hit ab. Fällt und Danny ist jetzt da. Einen kann er machen für den zweiten rechts aus. Timbo ist auch da. 3 sind gefallen. Light kann er nicht mehr machen. Jetzt ist Tweezy da mit seiner Scout. Azuri close am Optimus. Und die beiden Spieler von, von SFD haben da schon den Naked First. IQ und Light jeweils mit unter 50 HP. Dort um dem Highway sortiert. Kann er nochmal Tweezy dinken. Und Light kommt über lang. Wie als würde das Tweezy riechen. Smoked er genau in dem richtigen Moment da die Vision von Light ab. Der hat noch 50 Sekunden über. Ich meine, sie können auch noch für Richtung B gehen. Aber IQ fällt. Light mit 2 und jetzt ist es auf einmal ein 1 gegen 1. Light schon mit 3 Frags, hat aber da kein Kevlar. Und ND. Ach, ist das jetzt ein Double Fake? Er darf es bloß nicht laut machen. ND geht close im Connector. Der hört ihn. Es ist schlau gespielt. Bis auf das, dass es auf einmal so schnell ging. Light wurde da kontinuierlich gehört. Und schon haben wir die erste Pause der zweiten Map. Ja, es war eigentlich gut. Es war eigentlich auch well executed. Die Heaven Smoke kam da schnell. Aber das Problem war dabei, dass beim Zurückgehen in den Connector so viel gesteppt wurde, dass ND das oben im Heaven-Bereich mit seiner MP9 einfach komplett mitbekommen hat. Raptus hier. Ich habe echt schon so lange nicht mehr nach Skins geschaut mit der UMP, die ich noch nie gesehen habe. So, Pause ist da. Bis jetzt können wir noch nicht so viel über das aktive Spiel labern. Ich meine, wie gesagt, Overpass haben wir von SFD bis jetzt noch nicht gesehen. Also in dieser Season, sage ich jetzt mal, der 99 Damage, Liga Division 2.1.
Sie startet dann auf jeden Fall auf der T-Seite. Für sie, denke ich jetzt mal in der Situation, die schwächere Seite. Plan B hat uns am ersten Spieltag gegen Siebner schon gezeigt, was sie dort alles können. Von daher bin ich jetzt wirklich gespannt, inwiefern sich da das Ganze jetzt entfalten wird, was uns SFD auf alle Fälle zeigen kann. Und wohin jetzt die Reise geht. Auf jeden Fall geht es jetzt schon mal vom Monster Azeri. Mit einem kleinen Peek da durch die Monster Smoke. Und jetzt kommt die Aggression aus dem Connector raus, um den Sewer-Bereich zusammen einzunehmen. Bei SFD steht man ganz klar vor B positioniert. Also da ist gar nichts irgendwie, was man sagen kann, okay, jemand steht da in Richtung A. Sache ist im Connector, wartet eigentlich nur auf die Aggression von Raptus. Ansonsten ist es hier ein kleiner Mexican Standoff. Keiner bewegt sich. Und Azeri jetzt mit dem ersten Damage-Fang. Sie stehen immer noch auf kurz. Ich meine, wir haben hier im Connector jetzt Raptus, der Sahais killt. Der wollte da noch mehr Info holen. Da hat sich das, ja, die Geduld von Raptus ausgezahlt. Der Switch zu AK zieht sich zurück. Checkt nochmal kurz Fountain. Kann den Raum eigentlich da einnehmen und somit dann auch irgendwann mal klären, dass es halt hundertprozentig B werden wird. Danny ist auch schon auf B hingekommen. Das heißt, vier Spieler sind da. Jetzt geht's da raus. Squeezy mit dem ersten Light, mit der FAP, er hat dann nochmal ein bisschen Glück, dass er rausrotieren kann. Azeri holt in der Zwischenzeit 2 und somit ist das die dritte für Plan B. Steht es und jetzt haben wir auch zum ersten Mal die Bewegung von SFD in Richtung A, aber das halt nur mit Pistols und zwar, da sie einfach kein Geld haben. Sahais kommt über den Connector. Sind so, versucht sich dann aber mit einem Peak gegen Azeri, kann ihm 41 KP nehmen. Aber das sind jetzt einfach nur so kleine Anstalten, hier irgendwo Peaks zu machen. Es müsste jetzt wirklich jemand von Plan B seine Position unnötig aufgeben. Und dort dann irgendwie Informationen zu holen. Aber da fällt einer nach dem anderen bei SFD. Jetzt haben wir vorne in den Toiletten immer noch Sahais. Der geht auch down. Und IQ und Light sind über. Einer mit der Deagle, einer mit der Tech-9 mit Armor und der Flash. Ja, da wird er nochmal gespottet, IQ. Jetzt haben wir Light alleine. Ja. Das ist das, was Plan B gut macht. Und zwar, sie spielen es zusammen runter. Keiner hat jetzt hier irgendwie ein Hero-Play gemacht. Keiner ist vorgegangen. Keiner unnötig irgendwie was gesucht. Sondern alle Spieler von SFD sind davon alleine in die Crosshairs von den Jungs von Plan B hineingelaufen. Und somit haben wir jetzt die nächste Gun-Round. SFD mit einer AWP auf IQ. Welche unterwegs ist für den Fountain Peak. Geht auch nochmal straight durch. Durch den Molly. Raptus und Danny im Connector. Und die Suas ein Name auf der T-Seite. So, Timbo ist vorne und auch schnell unterwegs. Azeri wird da gespottet und Timbo mit einem ganz guten Spray. Double Entry jetzt da von ihnen. Und die Frage ist, sehen sie ND schnell genug, um da irgendwie noch aus dem Spiel zu nehmen? Sinzo fällt auf jeden Fall und ND macht den zweiten. Light kann ihn jetzt töten. Jetzt kommen sie schon von hinten. Raptus mit dem Refrag und wir haben das 2 gegen 2. IQ hat da keine Ahnung, wer oder wo da irgendwie noch auf A steht oder auch eventuell hier im Connector. Danny und Raptus sind beide im Sewer. Und man merkt halt einfach, es geht langsam in Richtung A. Sahais hat keine Info und IQ auch nicht. Der sucht jetzt hier irgendwo noch den Pick und es könnte sein, dass da noch eventuell Danny ihm reinlaufen würde. Aber der hat jetzt die Steps gehört und das wird hier in kleiner Hand. Danny geht hoch, Raptus bleibt unverändert auf B und Danny folgt den Steps. Aber IQ ist da, Bombe ist gelegt. Retake-Versuch jetzt für Raptus. 1 gegen 2, Kid Flash und Handgranate hat er in der Hand. Pop Flash raus, aber IQ hält da den Engel Gold richtig.
4:1. So. 2 AWPs haben wir im Spiel. Ansonsten haben wir 8 Rifles. Und IQ ist wieder mit seiner AWP unterwegs in Richtung Playground. Die Aggression über kurz. Timbo ist da. Timbo kann eine machen. Tweezy aber sofort mit dem Refrag. Und Light im Sinso steht wieder im Sewer-Raum. Haben sie da jetzt gewonnen für SFD? Aber bei Plan B geht man eigentlich jetzt wirklich generell keine unnötige Aggression ein. Light hinter der Wand. Ach, das sieht so aus, als würde halt Tweezy hier instant durchbangen. Hatte, glaube ich, jetzt auch gesehen. Ja, da haben wir's. Da haben wir's. Beide haben sich gespottet. Und versuchen sich da jetzt irgendwie da ein bisschen durch die Wand ein bisschen Gefahr zu bereiten. Danny im Heaven. Und wir haben 3 Spieler auf B und alleine haben wir Raptors in den Toilets. Das ist der einzige A-Hole, der momentan besteht. Sind so mit einem Frag aus Monster raus. Und der Azrael, und jetzt haben wir auf einmal den Double Entry. Jetzt fällt Danny auch noch runter. Jetzt geht es auf einmal schnell. Raptus bleibt über. 4 Spieler hat er noch da von SFD auf der Gegenseite stehen. Aber das wird der Safe. Und SFD macht da einfach ganz trockenen Ausflug auf B drauf. Sinso mit dem ersten Entry. Und somit jetzt der zweite Runde. Zweite Runde für SFD. 4:2. Raptus kann seine M4 da mitnehmen, da kommt hier keiner mehr in Gefahr, solange wir da nicht irgendwie in den Connector noch reinpusht. Aber auf jeden Fall schon mal starke Runde jetzt von SFD. Den Roundhouse-Bonus hatten sie jetzt 3 voll, das heißt, ergo, sie können sich jetzt auch noch eine kleine Bank aufbauen, wenn sie die Folgerunde holen. Ergo, für 2 ist viel genug Kohle da. Und bei Plan B sieht es nicht so rosig aus. Max Money ist bei Tweezy mit 2300. Und jetzt geht's im Aufbau wieder über Playground, wo Danny und Raptor schon unterwegs sind. Wie viel können sie da Schaden ausmachen? Und zwar gar keinen. Timbo verliert mehr als die Hälfte, aber das reicht hier nicht, um irgendwie einen Frag zu setzen. Jetzt haben wir Tweezy noch auf der Side. Saha jetzt wieder in den Toiletten stehen, da bekommt Dink, aber rächt sich da sofort mit einer AK-Schelle. Das wird auf jeden Fall die dritte Runde für SFD werden. Die Frage ist, wie viel können sie da noch mitmachen? Saha ist es nicht, der fällt. Und somit haben wir ND jetzt alleine gegen 5 Leute von SFD noch über. So. Weder beim Truck kann nichts machen. Dritte Runde für SFD. Wieder mit der Smoke unterwegs zum Crossing geht durch. Raptus im Connector. Das Duell hatten wir schon mal gegen Sahais. Und man gibt SFD wieder den kompletten Sewer-Bereich. Oh, Sahais wird da nicht. Sahais wird Raptus nicht sehen. Oder. Oh, beim Vorbeigehen! Eliminiert er da Raptus! Das sieht irgendwie gar nicht gut aus für Plan B. Sind so in der Zwischenzeit mit dem nächsten Frag. Von kurz aus in Richtung B. Danny ist jetzt noch in den Toilets drin, aber Sahais, du hast den Riecher, du siehst, sieht das Barrel. Sahais mit dem nächsten. Und jetzt kommt die Rotation von Azri da auf die Side, aber wir haben Tweezy noch bei den Barrels, der da gleich Besuch von 3 bekommt. Azri zieht sich auch wieder zurück in Richtung B. Tweezy fällt. Und das kann jetzt eigentlich nur noch ein Hero-Play von Azri werden. Aber es bleibt bei dem einen. SFD gleicht aus.
Wieder ein Pistol Buy jetzt vom Plan B. 2 CZ, 3 Deagles und 2x Kevlar. Die SFD-Chans sind da jetzt im Chat. Vom Plan B haben wir jetzt schon länger nichts mehr gehört. Auf jeden Fall sind die Jungs hier heiß. Die wollen hier das 2:0 natürlich gegen so ein Team wie Plan B selbstverständlich mitnehmen. Wieder 3-Man-Hold von Plan B auf B. Raptors und Danny mit einem Defensiv-Hold auf A. Und bei SFD spielt man es wirklich gut runter. Es wird keine unnötige Aggression gespielt. Das, ich kann es sich gar nicht oft genug sagen. Oft werden halt Runden einfach verloren, weil irgendein Hirsch doof reinpiekt. Aber bis jetzt wirklich starkes Aufbauspiel. Aber auf beiden Seiten. Das kann man nicht sagen. Also es läuft sehr kontrolliert ab. Oh, die Nate kann jetzt nochmal Damage machen. Andy. Oh! Double Nate ist raus. Andy ist weg. Und somit haben wir das 5 gegen 4. Und Raptors alleine auf der Seite. Jetzt kommen sie bei Highway da angeflogen. So heißt es wieder als Entry vorne. Raptors! Raptus mit dem ersten Sahai sofort mit der Folgefrag. Überlang kommt noch Danny. Light zieht rum, sieht er ihn. Ja, Light is aware. Jetzt kommt Tweezy noch über CT. Aber Sahai ist es da. Wird von Azeri da gerefragt. Und wir haben das 1 gegen 3. Das ist nochmal eine AK für Azeri. Aber das ist natürlich hier eine Monsteraufgabe. Wird aber sofort von Sinzo gekillt. Und SFD Gaming geht mit 5:4 in Führung. Sie bauen sich hier ihren Economy immer weiter aus. Aber man kann sagen, was man will, aber hier als Stiff 3 Aufsteiger so reinzugehen gegen einen Plan B ist schon mal eine Leistung und jetzt auch wirklich der Lead auf der zweiten Map. Danny auf Lang, wir haben Raptors in den Toilets drin. Kann die AWP irgendwie da Schaden machen, ist die Frage. Mit der Flash zieht sie vielleicht rum. Timbo setzt sich vorne, zieht raus. Fällt. Die Flash hat gar nichts gebracht. Und Raptors bekommt Besuch von Sahai. Der Schatten hat ihn da verraten. Und Danny mit dem nächsten. So, Sinzo ist jetzt auch down. Jetzt haben wir das, was Plan B jetzt mal gebraucht hat. Und zwar, dass die Jungs von SFD einer nach dem anderen irgendwie mal da in die Crosshairs von Plan B reinlaufen. Raptors in den Toilets. IQ. Und Light hier bei den Toilets. Light ist vorne abgestellt, close beim Sandwich. Und IQ sucht eigentlich nur dann den Jump Peak. Aber da kommt Raptors schon von hinten. Mach beide. Und das ist der erneute Ausgleich. Und das 5:5. Und 3 AWPs. Tweezy und Danny mit dem Double-Up-Set, aber auf der CD-Seite. Und jetzt geht es anscheinend schnell wieder in Richtung B. Die Bombe wurde... Nee, ich dachte schon, die Bombe wurde da offensiv gedroppt. Azeri jetzt auf jeden Fall mit dem Boost-Kill gegen Light. Schnelle Überzahlsituation da geschafft. Und es soll der neue Boost kommen, aber... Da hat er sich gleich verraten. Timbo VB kassiert jetzt von Danny AWP da. Geht down und somit haben wir das 3 gegen 5. IQ ist jetzt weg. Und das Match ist set to pause. Also ich weiß nicht, was da passiert, bin ich ganz ehrlich. Davor war es Timbo, jetzt ist es IQ. Aber auf jeden Fall... Es ist jetzt ein 1 gegen 5. Und Sahai bekommt er gleich Besuch von allen Seiten. Geht da jetzt down, die Pause ist auch gecallt. Und das Match ist paused.
So, wieso das jetzt davor Timbo... Ich mach's jetzt einfach mal ganz kurz so. Ihr guckt mal ganz kurz meine Visage an und ich versuche das hier gerade mal im Game da rauszulesen, was da gerade passiert. Ah ja, das ist ein Timeout. Kann man wieder zurückgehen. Ich kann die Konsole nicht aufmachen, da ich ja eventuell hier noch irgendwie eine IP oder sonst irgendwas leake. Aber dieses Mal ist es wirklich ein Timeout von IQ. Ansonsten hatten wir das schon zweimal davor von Timbo. Aber bis... Obwohl sie mit dem Drop-Pech verfolgt sind da bei SFD, spielen sie gegen Plan B stark auf. Ich meine, steht 6 zu 5. Und eigentlich ist es hier, ja, es ist, wenn man organisationstechnisch denkt, ist Plan B eine rein österreichische Organisation. Ja, SFD ist eine Münchner, es ist quasi das Südduell heute. Wo aber vereinzelt die ganzen Spieler jetzt rausfliegen oder beziehungsweise herkommen, da bin ich jetzt komplett überfragt. Also man hat, ich glaube, boah. Nee, ich lebe hier nicht so weit aus dem Fenster und sage jetzt, ob irgendjemand Österreicher ist oder nicht. Auf jeden Fall sind beide Organisationen schon ganz stark im Long Game vertreten, also Plan B und SFD. Ich meine, Plan B weiß ich damals noch von... das ist ja Alpen-EPS. Das ist ja schon lange her, als es das noch gab. Da kenne ich die Jungs noch her. Hat die Organisation. Bei SFD. SFD ist wie so eine Anlaufstelle im deutschen E-Sport. Also man kann es wirklich sagen, so viele Leute, die ich irgendwie kennengelernt habe im Laufe meiner Zeit, waren bei SFD. Unter anderem, ich war auch mal da. Es ist zwar schon Ewigkeiten her. Aber es ist irgendwie wirklich so viele Leute da über das Ganze kennengelernt. Also kann man auch sagen, auch ein Name im deutschen E-Sports, den jeder bestimmt schon mal gehört hat. Und was denkt ihr, meine lieben Zuschauer, meine Kameraden heute? Zweite Map, Overpass, Plan B oder SFD? Ich meine, ihr könnt das jetzt mal in den Chat rein spammen, was ihr wirklich denkt. Solange wir hier noch auf die guten IQ warten, bis es weitergeht. SFD natürlich. Ja, ich höre von Plan B hier gerade wenig. Ich höre bloß Plan A ist schon vereitelt. Aber wir haben IQ jetzt wieder am Server. Also solange wir die jetzt wieder nicht da sind, wie gesagt, Ausrufezeichen, Feedback, falls ihr irgendwie irgendwelche Anstöße oder sonst irgendwas habt, mir gegenüber, haut es raus. Dort gibt es einen Feedback-Thread, der heißt Slam. Und ich wäre wirklich froh, wenn ich irgendwie da was Nettes oder nicht so Nettes lesen könnte nach den Matches heute Abend. Nach Plan B gegen SFD haben wir nämlich noch Recast gegen NLG auf dem Programm. Und das ist die beste Einstellung. Ist egal, wer gewinnt. Ich will ein gutes Spiel sehen. So wie es bis jetzt auf Inferno ausgesehen hat, glaube ich jetzt mal ganz stark, dass wir das hier auf Overpass auf jeden Fall erwarten können. Wir starten weiter in die 12. Runde des Spiels. So, es geht jetzt vor B für SFD. Und es sieht aus, als könnte das sogar eventuell mit Dump sein. IQ sofort mit dem Entry. Azeri oben bei den Toxic Barrels. Kommt da jetzt ins Schwitzen, kann da nochmal einen mitnehmen, aber jetzt wird's brenzlig. ND kann ihn da raushelfen, aber wir haben das 2 gegen 3. Vorteilsituation für SFD. ND über die Barrels, das hat er letztes Mal schon gespielt. Und da war es, als ich kommentiert habe, Ace, jetzt hat er das 1 gegen 3. Saha, es kommt über kurz, IQ, uns in einer Rampe. Für den reicht es nicht. So, Tweezy, 1 gegen 2 Situation. IQ hat da den besseren Engel. Und gleicht aus. Es ist das 6 zu 6. Und die Jungs von SFD haben hier Bock. Die wollen das wirklich mitnehmen. Die Leute im Chat sagen das, dass sie das mitnehmen wollen.
Und bei Plan B muss man schon langsam mal aufwachen, denn 6 T-Runden sind wirklich schon mal eine Hausnummer. So, Raptus haben wir wieder im Connector. Danny als Support unten im Sandwich. Und Timbo erneut mit dem Entry auf B. So, ND ist da down. Azri auf der Bridge jetzt noch als Support und Timbo geht vom Monster dazu. Jetzt kommt die Rotation von Danny auf B und sie meinen, dass es wieder in Richtung B gehen wird. Die Rotation ist auf jeden Fall da. Also wie es jetzt aussieht, ist Timbo auch der Erste, der wieder über Monster rausschiebt. So, Azri im Headshot. Der wurde da gespottet. Timbo hat DC. Das war doch jetzt ein DC. IQ alleine. 1 gegen 2. Und das ist ja fast ein Handicap-Game hier. Da geht er down. Kommt die nächste Pause? Oder war das Lag? Oder was war das? Timbo zieht raus. Sieht Azri da auf der Headshot-Schläge, aber reagiert überhaupt nicht. Von daher denke ich jetzt wirklich einfach mal, dass das Lag war. Was haben wir denn? Ping technisch alles okay mit 9 den Lost am Server. Aber was man nochmal jetzt sagen könnte, ist das Azri und Tweezy mit ordentlich Utility Damage jetzt endlich mal für Plan B auf der CD-Seite. IQ ist der Erste, der über den Connector kommt. Raptus macht 3. Und von oben kommt jetzt der Rest. Wird das ein Ace? Light. Mach ihn! Komm schon! Oh, nein. Danny Klosters stiehlt Raptus da sein schönes Ace. Und das ist die Last Round for the first half. Schade, da sind sie ihm alle wirklich one by one reingelaufen. Als hätte ein schönes Ace werden können, hätte er den letzten dann noch umgesprayt. So, beim SFD wieder in Richtung B. Sinso ist der Erste. Andy oben bei den Toxic Barrels sucht sich den High Ground. Wird da sofort weggemacht. Azri macht einen. Timbo kann aber sofort einen Frag setzen. Azri jetzt mit dem Zweiten. Sieht den Dritten. Wie dem Vierten reicht's nicht. Was passiert denn hier? Über den High Ground oben haben wir Raptus. Von hinten kommt Danny. Danny macht den Ersten. Jetzt haben wir das 1 gegen 2. Saha ist aber kassiert sofort. Und Plan B holt sich die 9. Runde. Jawohl, liebe Leute. Und das wisst ihr, was es heißt. Es heißt ganz kurz 2 Minuten Werbeunterbrechung. Und dann starten wir weiter mit einer kurzen Analyse, bevor das die zweite Halbzeit weitergeht. Bis dahin, bis gleich und Tschüssikowski. We'll be right back.
So, liebe Leute, das heißt Welcome Back jetzt. Und zwar in der zweiten Map, die Overpass, zweite Hälfte des Spiels. Und SFD hat 6 Runden auf der T-Side geholt. Switcht jetzt auf die CT-Seite und geht mit einer Map im Rücken jetzt in die entscheidende letzte Hälfte. Das ist jetzt all or draw für SFD, würde ich mal sagen. Und all or nothing für Plan B. Können sie da jetzt noch irgendwie eine Map mitnehmen? Oder schafft SFD das eigentlich Unerwartete und geht hier mit einem 2-0 raus? Three-Man-Hold for Monster. So, jetzt heißt es aufwachen bei Plan B. Die Frage ist, wie stark können sie jetzt hier wirklich auf deren T-Side aufspielen? Es wird sich jetzt vor B gegathert. Sinso steht da im Off-Angle, solange wir da jetzt nicht irgendwie die Geduld verliert. Oh, das tut er genau in dem Moment, geht er jetzt vor. Die Frage ist, wurde er da gespottet? Er geht jetzt für meinen Geschmack genau in der Situation ein bisschen weit vor. Er sieht natürlich nicht das, was ankommt, aber das, was ankommt, das sind 5 Spieler gleichzeitig. Und Sinso im Off-Angle, die Flashes kommen raus. Sinso macht einen, kann er noch einen zweiten machen? Nein, das tut er nicht. Jetzt ist aber Light da. Light hilft schon mal mit einem aus. Somit haben wir das 3 gegen 3. Timbo und Light, die regeln das. Und Raptus ist jetzt alleine. Im 1 gegen 3. Timbo im Headshot-Engel, aber Light. Schade, kann er nichts machen. Das ist die 7. für SFD. Da kann er nichts machen und jetzt haben wir sozusagen, ja, die vielleicht 8. Runde für SFD. Es wird nichts gekauft bei Plan B. Und man spielt es safe, man geht auch straight wieder in Richtung B. Und alle über Suez. Und alle auch schnell, somit ist Timbo der erste Spieler, der da alle vor die Schnauze bekommt. Sinso und Timbo, die machen das. Kompletter Clean Sweep für SFD. Ah, Light geht noch down, somit haben wir das 9-8. Immer noch im Vorteil für Plan B. Jetzt haben wir die erste Gun Round für die T-Seite. 5 AKs. Utility ist auch da. Und jetzt bin ich gespannt, was uns hier die österreichische Organisation alles noch zeigen kann. IQ geht erstmal für einen Peak, aber muss sofort zurückschieben. Oben im Fountain-Bereich wird sich da jetzt gegathert. Ich meine, von da kann man auch alles machen. Man kann auch von hier, wo Tweezy steht, einfach mal Bridge of Base smoken. Unten schnell ein Split über Connector fahren. Das ist halt das geile Novopass. Hier kann uns wirklich alles erwarten. Wir haben Sahais jetzt mit der MP9 in den Toilets drin. Und es geht zurück in den Connector. So, bis jetzt sind sie sich noch nicht einig geworden. Mitte Smoke. Wird nochmal gresmoked. Jawohl. In der Mitte jetzt auch Tweezy und Sahais da unten close. Immer noch hinter der Smoke und alle 5 Spieler von Plan B haben sich da gleich rund um die Toilets da irgendwie versammelt. 2 sind schon drin, 3 noch bei Highway. Da stehen dann alle in den Toilets drin. Keine Info auf B, das heißt, sie stehen immer noch da mit einer 2 gegen 3 Situation. Sahais unten, wer sieht wen zuerst? IQ taggt da zwar ND, aber wie viele kann er da noch machen? Kann er aushelfen? Light mit ein paar Tags gegen Danny macht jetzt den Frag und das zerfällt da. Sinso und Timbo sind über. Timbo fällt. Sinso 1 gegen 3 und startet das schon mal stark. Mit einem Wallbang gegen Tweezy, aber Raptus ist da und es ist die 10. für Plan B. Erste Deal-Runde jetzt für SFD. 4 Stück Hammer, 2 mal Kevlar, 1 Flash.
Sahais geht in den Connector. Da unten kommt ihm eigentlich nur Raptors entgegen. Und der Rest wartet dann noch auf Push, eventuell über Fountain. Denn jetzt ein Playground eingenommen. Man geht hier für Aggression auch über Sewers. Zinso. Kann er ND mitnehmen? Das wäre natürlich Gold wert. Sieht ihn zuerst. Kann sich da schon mal nahe AK sichern. Kevlar da auch. Bombe hat er aber nicht gesehen. Die wird jetzt von Azuri noch gepickt. Und somit haben wir jetzt drei Spieler von SFD mittlerweile auf A. So. Sind so alleine auf Shorts und man gambelt jetzt komplett für einen Argo. Und es geht über lang. IQ mit dem Long Range Fair gegen Tweezy. Nimmt ihn dort 27 AP. Und Sahais ist in den Toilets drin. Jetzt kommt er nochmal über lang. IQ mit dem ersten. Das Light nochmal über die Range da. In der Zwischenzeit holt Timbo da Raptus in der Mitte und wir haben das 2 gegen 3. Und für SFD sieht das auf einmal richtig rosig aus, würde ich mal sagen. Azuri muss auf die Side kommen. Sind so hinter dem Spot. Azuri und Danny jetzt mit 2 Frags und Light hinter der Smoke. Light zieht raus. Da ist Danny aware und Plan B holt sich die Hälfte. So, Sinzo und Timbo mit Leiter auf B und jetzt geht's aber auch in Richtung B. Raptus kommt da über Monster dazu, ND kommt über kurz. Hinter dem Sports wird es Sinzo stehen. Sinzo jetzt mit dem Ersten, jetzt kommen sie aber alle da über Monster raus. Aber sofort wieder 2 Frags da für die Jungs von SFD. Sah heißt es auch da, Raptus lost in der Smoke, holt nochmal Lights, aber SFD holt die 9. Die lassen da Plan B nicht davonziehen. Neun zu elf haben wir es jetzt. So, jetzt haben wir in der Folgerunde jetzt eine Pistolrunde für Plan B. Und es wird auch langsam angegangen. Jetzt wird erstmal überlegt, okay, was macht man denn überhaupt alles? Was können wir denn überhaupt anstellen mit unseren Pistols? Denn man muss wirklich sagen, SFD-Spieler ist wirklich sehr gut kontrolliert runter. Haben wir jetzt auch zuvor jetzt bei dem Executen, ich glaube, nur 2 Spieler verloren. Sie müssten halt jetzt diese Runde gewinnen. Ansonsten sind sie jetzt auch wieder broke. Und dann haben wir so ein kleines Hickhack-Spiel hin und her. Nee, komm, oh, die ist gut. Macht schon mal ordentlich Damage. Und Tweezy und ND. Da versuchen sie sich dabei lang. IQ sie beide. Pre-shirtet er einfach mal. Oh, wir haben aber auch schon Sahais wieder close. So, der erste, der aber lang fällt, das ist Tweezy. Und Sahais am Highway holt 2 und vielleicht dann auch mal den nächsten. Aber Raptus bleibt jetzt alleine gegen 4 über. Und das sieht jetzt aus, wie als würde SFD jetzt auch in die Double Digits gehen. Leiter den Toilets, Kopf vom High Ground und holt sich Raptus. Jumper Twitch, du bist ein bisschen zu früh dran für Recast. Es kommt jetzt gleich straight on. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Pause. Wir schauen uns einfach mal das Scoreboard an, sehen, dass Raptus einfach mal, ja, sagen wir mal, Tweezy und ND mitzieht mit 20 Frags. Azuri hat 18, Danny 16. Utility Damage ist wirklich von beiden Teams on point heute. Also, man kann sagen, was man will. Davor schon bei SFD auch auf Inferno. Jetzt haben wir das Ganze mal umgedreht bei Plan B. Ich meine, 128, 116, 171, 137. Also, 4 Spieler. Und siehst du manchmal ja gar nicht mal auf ein komplettes Team verteilt, was die da alles auf 2 oder 3 Spieler aufweisen können. Enemies flashed auch bei Plan B richtig stark mit, ja, aber 12, 13 und 15 und 9. Ich meine, Azuri der Einzige, der sich immer rein flashen lässt, kann es auch mit seinen 18 Frags da dementsprechend das da Erfolgspotenzial vorweisen. Und das sieht wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist das
Das ist ein Duell auf Augenhöhe. SFD zeigt uns, wieso dass sie in die Rift 2 aufgestiegen sind. Und Plan B ist gefühlt so ein bisschen in einer kleinen Slump drin. Also ich bin halt so gerade in der großen Kontroverse zu dem, was ich im ersten Spieltag gesehen habe von Plan B. Und zwar, als sie eben gegen C-Play gespielt haben. Dort haben sie ja C-Play 16-6 auf Overpass destroyed. Also wirklich komplett überlaufen. Und heute sind wir schon beim 11-10. Ich bin gespannt. Die Doppelnade auf Indy, die war wirklich heftig. Was machst du denn da, wenn du Indy bist in der Situation? Da gehst du einfach eigentlich nur weg von der Maus und Tastatur, steckst die Hände weg und sagst ja so. Okay, nice, danke. Ja, bin weg. So, bei Plan B geht's in Richtung B. Sinso und Tempo haben jetzt noch Leiter zu bekommen und es geht aber schnell über kurz. Der Erste, der rausgeht, ist Andy. Was können sie mit diesem Pistol-Buy jetzt hier alles erreichen? Andy fällt und wir haben wieder nur Raptus über. Raptus erneut im 1 gegen 3. Das ging so schnell, dass sich SFD hier, wenn Raptus hier nicht seine Godlike CS-Skills rauszieht, was er als Top-Fragger übrigens die ganze Zeit schon beweist und hier das 1-3 holt, holt sich SFD hier wirklich die 11. Und dann ist es der Ausgleich. Und wenn sich SFD hier den Ausgleich holt, bekommen die auch schon langsam das Gefühl, hey, das ist doable, wir können das machen. Raptus hat zwar noch 50 Sekunden, aber die Erfolgschancen hier ohne Utility irgendwie auf die Seite zu kommen und alle zu holen, sind jetzt mehr oder weniger madig, würde ich mal sagen. Raptus zieht jetzt auch raus, wird da gespottet, jetzt Sack im Eck. Ja, Formsache. Light holt das. Das 11-11. Jetzt geht schnell raus in Richtung Fountain nach für Plan B. Sahais schiebt sofort zurück mit Light in die Toilette. Andy fällt im Sewer-Bereich und Raptus haben wir da im Connector drin. Oh, Light mit einem schönen Boost. Jetzt haben wir den Rest rund um Highway gesettet. Drei Spieler haben wir noch für Plan B. 3 gegen 5. Toilets drin, beziehungsweise davor würde jetzt Sahai stehen. Den Bombdrop hat er gehört. Tweezy ist ihm jetzt eigentlich bekannt. Dann steht er da in der Smoke. Der gute Sahai ist mit 22 AP. Ist lost, geht down. Und Light jetzt im Highway. 3 gegen 4 Situation. Azri läuft einfach ohne irgendeine Waffe raus. Raptus mit dem Folgefrag. 2 gegen 3. 39 HP auf beiden Spielern. Sind jetzt nicht das, was man sich wünscht in der 2 gegen 3 Situation, wenn man da noch einen kompletten Spot auf B einnehmen muss. Das haben sie nämlich vor. So, Raptus ist der Erste, der crossen soll. Im Headshot-Angle wird der Timbo bereitstehen. IQ close das. SFD Gaming geht mit 12-11 in Führung. Liebe Jungs und Mädels, Plan B ist jetzt hier wirklich im Zugzwang. Sie haben noch dazu, zu der Situation, dass sie jetzt hinten sind, kein Geld. Sahais mit IQ, die einzigen beiden, die dort so im A versammelt sind. Und Sahais könnte jetzt gleich komplett Besuch bekommen mit seiner M4. Danny ist der Erste, der hochkommt. Gerne den machen. Jawohl, für den einen reicht, für den zweiten auch, für den dritten aber nicht mehr ganz. Und jetzt kommt der Rest über die Toilette. IQ, du musst schieben. Light ist da. Kann ihm aushelfen. 2 gegen 4. So, Tweezy mit einer M4. Ist der Einzige, der noch überbleibt für Plan B. Er hat doch kein Kevlar. Light eliminiert er da. Der ging ins Köpfchen. Sinso verliert erstmal 94, aber IQ close das und 13-11 für SFD.
Jawohl, Light ist ein Ersatzspieler für den guten Chris, der eigentlich im Line-Up steht. Und somit ist es noch imposanter, was eigentlich hier die Jungs von SFD eigentlich zeigen. Also so stand es zumindest in den Statements drin. Und ich denke mal, dass es dann wahrscheinlich auch ein Ersatzspieler sein wird. Oder sie trainieren mit 6, das wäre halt dann noch viel krasser. Aber, drei Mann jetzt vor Plan B, vor B, sind so abgestellt. Saha ist und IQ wieder auf A. Über lang kommen Azeri und Raptus. Die versuchen hier Raum zu gewinnen für Plan B. Informationen zu holen, die so bitter nötig ist, um hier irgendwie auch noch Chance zu haben auf die letzte Runde. Jetzt geht's aber zusammen durch die Röhre. Sinso. Wenn er die sieht, dann sind sie down und Sinso sprayt einfach durch und macht erstmal 3. Ja, da kann es ja gar nichts machen. Sie wollte nur durch die Smoke durch. Azeri und Raptus zwar jetzt auf der Side, aber das ist die 14. Runde für SFD Gaming. Das kann er nicht machen. Dann falle ich vom Stuhl. 14 zu 11 und Sinso laufen sie da. Laufen. Sinso, laufen sie da einfach alle rein. Er ist flashed, spread durch die Smoke und holt einen 3K. 14 zu 11 jetzt. Und für Plan B. Jungs, ihr müsst im Chat jetzt anfeuern. Ihr geht um alles. Sonst gehen die hier mit 0 zu 2 raus. Sind so jetzt vor Monster. Wieder auf der altbekannten Position. Hat er jetzt gerade 3 weggeholt. ND und Raptus auf kurz. Vor Founds. Dann hätten wir Azeri und Light versucht mit seinem Jump Peak irgendwie ein bisschen Info zu holen in Richtung Suez. Aber wir haben das Aufbauspiel jetzt vom Plan B. Sie haben den Full Round los von uns. Raptus und Light ziehen sich beide da gegenseitig ein bisschen HP ab. ND schon hinter den Sandbags gesettet. Schiebt aber wieder raus. So. Azeri alleine auf Lang. Aber der Rest von seinem Team ist ganz klar Richtung B sortiert. Vielleicht kommt der Richtung sein. ND soll pieken. ND zieht raus. So, hinter der Säule würde der Erste stehen. Timo fällt jetzt aber. Sinso bei den Barrels. Den müsste er jetzt auch noch mitnehmen. Azeri geht in der Zwischenzeit dabei A-Down und hinten über den Connector kommt Zaheis schon. Wenn der Zaheis so schnell kommt, wie er kommen kann, dann wird das leichter für SFD. Aber Sinso und Light holen sich hier 2 Frags und somit haben wir nur noch Tweezy über. Tweezy gegen 4 und das ist hier vielleicht die 15. schon für SFD. Tweezy mit dem Ersten, mit dem Zweiten, hinter der Säule, links steht einer. Aber den sieht er nicht. 15 zu 11. Unser Underdog ist hier auf der zweiten Map mit 15 zu 11 in Führung, nachdem er also die erste Map schon mit 16 zu 12 gewonnen hat. Und es ist ein Forceball für Plan B. Sie müssen alles kaufen. 3 AKs, 2 MAC-10s, das ist alles, was sie haben. Und mit denen müssen sie jetzt hier zeigen, dass sie auch würdig sind, hier die zweite Map noch holen zu können. Raptus wieder allein im Connector. Das ist der Dedicated Lurk für Plan B. Top-Fragger zugleich. 65% Headshot-Quote, 101 ADR. Die müssen jetzt zeigen, dass er hier irgendwie einfach noch mehr rausholt für sein Team. Für Plan B geht man wieder vor B. Man steht vor Monster. Resmog kommt, sonst sind sie es wieder bereit. Der hat davor schon 3-Kick gemacht. ND ist vorne an der Wand. Der Shuttle wurde gespottet. Sind so mit 2. Für den Dritten reicht jetzt nicht. Jetzt kommt Timbo. Timbo zieht noch. Danny fällt nicht. 3 gegen 3 Situation. Das wird nochmal close. Live bei ABC. Wurde gespottet. IQ kommt über den Heaven. Saha ist über CT. So, die Bombe muss jetzt erstmal gelegt werden. Geht's an der Säule down. Und somit ist es jetzt ein 3 gegen 3 Retake für die Jungs von SFD, um hier eventuell den Überraschungssieg rauszuholen und das 2 zu 0 sich zu sichern. Alle haben sie low bei Plan B. IQ ist der Erste. Azeri holt den Ersten, holt den Zweiten. Übers Wasser kommt Light, der kann nochmal einen machen, aber das ist das 15 zu 12. Plan B lässt sie da nicht durch. Plan B
holt sich die 12. und lässt SFD das hier nicht closen. Jetzt haben sie auch wieder Waffen bei Plan B. Jetzt müssen sie zeigen, was geht. Man kann sich ja das einfach ausdrücken. Sie müssen sich hier jetzt beweisen. IQ und Saha ist bei den Toilets wieder. Die Vollaufbau für SFD. Keine Veränderung im Change of Speed. Azuri und Danny im Playground. Und unten haben wir schon Zinzo, der Suas eingenommen hat und auch den kompletten Monsterraum. Das heißt, die Rotation kommt jetzt von Light dazu auf A. Sie gamblen jetzt. Drei Leute gehen auf A. Dieses Mal rechnen sie damit, dass Plan B A anspielen wird. Und Lang ist bis jetzt auch noch komplett offen. Ich meine, IQ hält damit seinen Jump Peaks komplett Lang eigentlich alleine clear. Highway hat von Side aus Light. Und Sahes steht in den Toilets drin. Sind sie close bei ihm? Close an den Toilets. Wenn sie sich jetzt hier für diese Smoke setten, kann das so glücklich laufen. Auf jeden Fall haben wir Raptus und Azuri jetzt close. Vier Mann jetzt schon auf. So, Sahes mit dem ersten. Die Bombe ist dort down. Azuri geht auch down. Und das Ganze zerfällt hier für Plan B. Die Bombe müssen sie jetzt picken. Saha ist mit 12. Macht doch fast nochmal den dritten. Zieht Raptus 99 Damage ab. Und somit haben wir jetzt nur noch zwei über. Danny mit 100. 1 gegen 3. 20 Sekunden. Close würde Sinn zu stehen. Und das reicht nicht. Das kann er nicht machen. SFD wird sich hier die 16. holen. Das ist das 2:0 für die Underdogs. Das kann er nicht machen. Danny. 5, 4, vorbei. Es ist vorbei. Und es ist das 2:0. SFD holt sich genauso wie schon auf Inferno zuvor das 16:0.